und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute am Freitag auf The Valley, The Old Farm. Der ist jetzt sehr toll, ist klar, ne? Ist klar, dass der jetzt leer ist, ne? Dann lasse ich den jetzt mal. Ich weiß nicht. Lass mal den mal hier stehen. Dann fahre ich jetzt mal mit dem hier zurück zum Hof. Ich muss mal gucken, haben wir. Was ist denn das? Das ist natürlich schon wieder ein ganz schönes Stück. Hier. Dann nehme ich gleich einen Kurs auf. Irgendwie gefällt mir das mit dem Sound hier nicht, ich weiß nicht. Irgendwie ist das immer so ein bisschen laut hier. Ja, das ist auch auf 60. Sowieso. Lass ich halt jetzt mal stehen, nämlich einen Kurs auf von Hof zu von F2 zu Hof. Und dann würde ich hier nämlich Frontalat anmachen und dann eventuell schon mit Forst anfangen. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt trotzdem mal ein paar Kurse auf, weil ich weiß nicht, es wäre halt gut, wenn die gespeichert werden würden. Ja, das ist ja jetzt dann Freitag, also die Folge kommt ja am Freitag jetzt. Wochenende wird dann auch die Folge kommen, also Samstag, Sonntag jeweils eine. Also jetzt kann ich es noch machen, ich muss ja dann schauen, was mit der Zeit so ausschaut. Zur Zeit funktioniert es noch, kann ich noch machen, aber täglich eine, aber wenn jetzt dann eventuell, also wenn dann, das heißt eventuell, also ich muss ja dann wieder arbeiten gehen, wie es da dann ausschaut, weiß ich noch nicht. Ich meine, ich werde abends wahrscheinlich schon Zeit haben, das aufnehmen, aber ich meine, die Bearbeitung wird jetzt noch nicht so das Problem sein. Ja, schauen wir mal. Ich mache jetzt nur die Thumbnails und mehr mache ich ja nicht. Weil ich habe jetzt ganz schön Glück gehabt und alles. Deswegen geht es noch. Die Kommentare habe ich vorgelesen schon im letzten Video. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es anzählt. Ja, wegen den Mods bin ich jetzt auch noch nicht dazugekommen, dass ich nochmal neue da reinnehme. Weil ich ja nacheinander aufnehme. Ich hatte jetzt auch dauernd das Problem mit dem Aufnehmen. Gut, dass es jetzt läuft. Die Kurse mal alle hier her. Speichern wir mal das F, nicht D, immer noch nicht D, hallo. F2 unterstrich Hof.
Hammer. Ja, dann fahr ich jetzt mal ein bisschen hin und her. Ich weiß, das ist auch nicht so toll, aber. Also wegen Forst, ich mache jetzt einfach mal Forst. Ich tue jetzt keine Ahnung. Nehme ich jetzt mal den Kurs zum Shop auf. Habe ich da schon einen? Nee. Okay, dann nehme ich da mal einen auf. Also Hof zu Shop. Ich weiß, diese ganzen Kursaufzeichnungen könnte ich auch mal offscreen machen, das werde ich vielleicht auch mal machen. Ist jetzt nicht so toll, ich weiß, aber das kann auch alles okay sein. Also diese Wege hier werden wahrscheinlich jetzt mal anfangs die einzigen sein, die wir fahren. Aber ja gut. Na dann mal Getreide, also Getreide können wir da auch mal verkaufen. Auch mal was reinschreiben, wobei ich mir das halt eigentlich aufheben will, wenn man dann wirklich dringend mal was braucht, also Geld braucht. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, weil es kann ja auch mal vorkommen, dass man dann irgendwann mal beides sind, also dass man vielleicht mal noch 3.000, 4.000 haben und dann braucht man halt länger Geld, dass man nicht runtergehen. Dafür kann man es dann eben aufheben, finde ich. Ansonsten, also ich weiß nicht, wie findet ihr das? Also soll ich jetzt bei Youngtimer bleiben schon mal, also schon länger, oder? Also ich will jetzt auch schon länger bei den Geräten bleiben, ich will jetzt nicht wieder wechseln auf neu oder so. Und dann will ich halt langsam mich hochsteigern, so ja, über 100 PS und so bis 150 und dann mal so 100, 200 PS hocharbeiten. Das sind ja natürlich auch dann die ganzen Geräte. Ich denke mal, dass ich mich als nächstes an die Grünland-Technik anarbeite. Weil wir haben ja so viele Wiesen, dass wir dann auch ein Mähwerk haben und alles. Vielleicht, dass er mir die Kurse speichert. Das habe ich nämlich seit kurzem jetzt auch mal das Problem, dass er drin gespeichert. Also speichert schon, aber er ist schon. Das war echt voll groß. So ein bisschen enger Abschnitt hier. Ich hoffe, dass es da nicht zu Problemen kommt. Also wer bei Curseplay ein paar Tipps haben will von mir oder so, einfach mal reinschreiben. Dann kann ich euch da ein paar Tipps geben. Mal ein separates Video machen. Hof, Shop, eigentlich ganz simpler Befohlenskurs. Eigentlich immer der Kurs, den man als erstes aufnimmt. Also ich nehme den immer als erstes auf, so ziemlich. Kaufe ich jetzt einfach mal eine Poltergabel zum einen und dann noch ein Holzanhänger. Farbe machen wir mal so grün. Ja, machen wir mal so ein Grün. Wieder Frontlader. Ich weiß nicht, ob das schön ausschaut. Macht jetzt auf jeden Fall nichts. Waschen hätte ich den vielleicht auch mal können. Ja, man ruft sogar einen Kerker, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Gar nicht gezeigt. Gesehen habe ich einen. Ja. Das ist doch eine schöne Kombi. Jetzt kaufe ich gleich, wenn ich schon dabei bin, kaufe ich gleich noch ein Gewicht, weil wir brauchen eh Gewichte auch mal. Also ich denke mal, es wird okay sein, dass ich jetzt ein paar Sachen kaufe. Wir sind ja eh jetzt nicht pleite oder irgendwas. Wir haben ja genügend Geld und dann, oder, ja, was heißt genügend?
mal so viel, dass man nicht pleite ist, dann sage ich mal. Kaufe ich jetzt einfach mal hier ein Gewicht. Ich kaufe einfach mal das Standardmessen. Ja, 2300. 1500 Kilo kann man schon nehmen. Auch in dem Grün. Kaufen. Und dann kaufe ich, weil es gerade so schön ist, kaufe ich noch einen Holzanhänger. Und zwar, ja, ich wollte eigentlich mal was anderes kaufen. Wir könnten uns auch den Standard-Steper kaufen, ne? Aber ich komme mit dem Teil nicht so zurecht. Das muss ich echt sehr ehrlich, das war, ehrlich mal sagen, ich komme mit dem nicht zurecht. Das ist halt wieder zu fett. Das hier wäre so eine Option, aber der braucht wieder eine Dolly. Ja, ich kaufe den mal. Ich kauf den jetzt einfach mal. Breitreifen. Lass mal so. Kauf dann wenigstens noch eine Dolly dazu. So aufs Geld schauen. Ich schaue da immer nicht so aufs Geld, wenn ich was kaufe. Wo haben wir denn die Lollis? Dolly, wo bist du? Nicht verstecken. Ah, da. Okay, ganz viele. Ja, ich kaufe einfach die Standard-Dolly. Auch mit Breitreifen. Muss schon sein. Jetzt mal ein bisschen Gewicht aufladen. Ein bisschen Verlagerung draufladen. Erstmal die Fronthydraulik ausklappen. Zum Ziehen könnte man dann auch mal was anderes erwähnen. Ich mache hier ein schönes Bildchen. Mal schauen, wo ist denn jetzt eigentlich? So, ich will das mit. Wo ist denn das Sägewerk? Weil dann könnte man es vielleicht ein bisschen in die Nähe stellen. Ist da unten, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, timertechnisch. Wie schaut es denn da aus? Naja, immer noch. Fahren wir da jetzt einfach mal hin. Welche Richtung? Eigentlich geradeaus, ne? Also warum? Nee, der wird schon zu kämpfen. Ich glaube, da nehmen wir mal dann den MD-Truck oder ich weiß nicht. Welcher ist denn am stärksten? Eigentlich eher. Ich weiß nicht, ob der MD-Truck stärksten ist. Ich glaube schon. Wir können uns eigentlich hier schon gleich mal Sawmill, also hier ist das Sägewerk. Ich würde einfach mal ein bisschen weiter hochfahren. Gleich. Ich fahre jetzt einfach mal hier rein, weil dann sonst wüsste man ja da, wie der
wir kommen da nirgends rein, glaube ich, das Zaun rauskommen. Ich bin mal Rückfahrt jetzt. Mit Lenkrad kann ich es besser. Ist ja klar, ist ja auch hinten, ist das hinten besser. Ja, aber naja, das soll ich machen. Ich weiß, mein Lenkrad auch nicht mehr zaubern. Naja, dann lasse ich den jetzt hier mal stehen, ne? Und dann sehen wir uns, ja, in der nächsten Folge, ja, am Samstag dann. Ja, bis dahin, ja, wünsche euch einen schönen Tag noch und, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.